Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Eva, ihr kennt mich auch als Polly McLaren und ja, heute mal wieder ein anderer Hintergrund. Ich bin im Moment in Österreich, in Montafon, im Skiurlaub. Und ja, die Wohnung hier, die ist echt sehr, sehr schön. Guckt euch mal den Hintergrund an, aber es ist extrem dunkel. Die Fenster, die sind 40 cm breit, also ja, es ist selbst am helligsten Tag dunkel hier. Ja, naja, so, ich guck mal, was trage ich heute? Ah, man erkennt es doch, mein Karussellkaul und mein Schule Flower Cardigan. Der Kaul ist von Eleanor Mortensen und der Cardigan von der Knitting Me. Kennt ihr schon, wenn ihr mir schon länger folgt. Ja, wie gesagt, aus Österreich. Und es ist total urig hier, die Wohnung. Alles ist aus Holz. Das gefällt mir schon mal unheimlich gut. Ich bin auch in einem Holzhaus aufgewachsen. Das ist für mich total heimelig, richtig, richtig angenehm. Und ich versuche mal noch ein paar Bilder zu machen von einigen Möbeln. Die sind so wunderschön. Ich versuche es mal rumzudrehen. Hier im Schlafzimmer, das sind ja die Minifenster. Also hier zum Beispiel der Schrank. Ja, man erkennt es nicht so gut. Und ich kann jetzt auch nicht viel zeigen. Hier vielleicht noch der Nachtschrank. Also so sieht es hier überall aus. Das ist cool. Und ja, das wollte ich euch zeigen. Nämlich, hier hat alles, was eine Häkelbordüre haben kann, eine Häkelbordüre. Es ist unfassbar. Die Lampe hier über mir, alles passend. Es ist unfassbar, was alles eine Häkelbordüre haben kann, wirklich. Die Vorhänge, es ist ein Traum. Also, dass der Duschvorhang nicht aus Häkelbordüre ist. Nein, nur Spaß, weil das ist Schiebetür in der Dusche. Sonst wäre es aus Häkelbordüre. Total cool, ich mag's. Ja, ich wollte euch mal erzählen. Also, hier ist es wirklich, wirklich schön. Die Beschreibung war von der Wohnung, sie fahren von der Piste in die Wohnung und es ist genau so. Man fährt mit der Gondel sogar über die Wohnung und dann steigt man aus. Und da, wo die Leute parken, um zum Lift zu gehen, da wohnen wir. So, jetzt musste ich kurz abbrechen. Hier kommt gefühlt den ganzen Tag alle 2 Minuten ein Kind rein bei uns. Also ja, normal waren wir auf der Piste, aber heute der letzte Tag. So, also der Kaul, ich weiß nicht. Der klappt sich immer so um, dann sieht man nur die linke Seite. Ich müsste ihn auf links tragen, glaube ich. Dann würde er richtig fallen. Das ist besser. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es doof. Vielleicht ist er zu weit. Ich weiß es nicht. So, heute. Hört er mich? Ja. Und irgendwie oben und unten, es ist so lapperig. Das nervt mich irgendwie. Ist das normal? Ich habe schon eine kleinere Nadel dafür genommen. 2,5 und der Rest mit 3,5 war das, glaube ich. Aber ja, es ist irgendwie mies. Egal. Ist jetzt, wie es ist. So, da bin ich wieder. Ja, dann fährt man da dran an das Airport und dann gibt es immer, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Man kann das aber irgendwie starten. Auch die Videos bei YouTube, man fährt nur mal kurz dran, dann geht das an und aus. Ja, egal. Also, ja, genau, warum mache ich jetzt? Ja, ich war jetzt zum Beispiel auch bei Instagram die ganze Woche nicht online, beziehungsweise wenig, sehr wenig. Ja, einfach mal ein bisschen entspannen, wobei es war schon sehr stressig. Man ist ja auf Tour den ganzen Tag und abends ist man müde. Also ich bin selbst nicht Ski gefahren. Die Tochter hat einen Skikurs gemacht und die ist 4. Und das war echt richtig cool. Am letzten Tag war noch ein Wettrennen, also so ein Rennen.
War super cool gemacht. Und der Kleine ist ja erst 3 geworden jetzt, letzte Woche. Und er ist noch zu klein. Die dürfen erst ab 4 Jahren Skifahren. Und ja, da war ich halt zusammen mit Opa, die Kinderanimation. Also wir waren mit dem Kleinen, der bekam so kleine Kinder, also Kleinkinderski, das ist aus Plastik, jetzt keine richtigen Ski. Und dann sind wir mit dem Schlitten gefahren und haben, was weiß ich, also Schneemann bauen geht ja nicht. Das ist hier ein ganz komischer Pulverschnee hier. Auf jeden Fall mal im Moment. Und ja, dann haben wir der Tochter zugeguckt, wie die dann gelernt hat, Ski zu fahren. Und ja, der Mann und die Oma sind gefahren, also wir sind mit den Schwiegereltern gefahren. Ja, genau. Was wollte ich noch erzählen? Ja, wie gesagt, also es ist jetzt nicht so erholsam. Man denkt immer Urlaub, aber Skiurlaub ist echt nur Stress. Gefühlt ist man sich den ganzen Tag am An- und Ausziehen, bis man dann mal an- und aus ist immer und dann noch mit den Kindern und alles. Also es ist echt der Wahnsinn. Aber es ist schon mal schön. Und ja, natürlich war ich im Wollgeschäft. Wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war, das erste, was ich mache, ist Wollgeschäft googeln und da gibt es. Ich glaube, das Montafoner Wollstübchen heißt's. Und da habe ich ganz viel gefilmt. Das zeige ich euch gleich mal noch im Anschluss. Und ja, da auf der Website, da schreibt die Besitzerin schon. Also man merkt, die macht das wirklich mit Leib und Seele und die liebt ihren Job und das ist ja auch verständlich. Und da habe ich mich dann besonders gefreut, als ich hin bin. Ich war leider nicht da bis zur Zeit. Wohl etwas länger erkrankt und das wird im Moment gemacht durch die Schwester und den Schwager. Der Schwager ist wohl für Beratungen nicht so, aber ja, ist ja klar, ganz oft die Männer, der macht das halt und die Schwägerin, die strickt auch und nee, die Schwester, die strickt auch und die macht es auch sehr gerne und ist auch sehr schön. Dem Dialekt zuzuhören, wenn sie dann mit Einheimischem geredet hat. Ich höre das ja echt gerne. Und ja, aber die sagt, es ist den Leuten ganz egal, ob der Schwager, ob der beraten kann. Hauptsache, die kommen an ihre Wolle. Die kennen sich ja aus. Ja, und es ist wirklich weit und breit das einzige Geschäft. Ich habe gefragt, auch habe gesagt, ich finde hier gar nichts in der Nähe. Außer hier, ah ja, das nächste ist dann, ich glaube, Feldkirch, da habe ich geguckt, 35 Kilometer weiter ist das dann. Also hier gibt es echt nicht viel. Und die hat auch gesagt, die Leute sagen, egal wie halt das Geschäft irgendwie auch, wenn es nur ein paar Mal die Woche auf ist, wir wollen nicht im Internet bestellen, wir wollen hier den Laden. Und also die haben auch echt viel. Ich gucke hier, ich zeige es euch gleich. Was habe ich? Die haben Wolle von Rico Design. Ich glaube, das hat sonst die Wolle Rödel. Ferner natürlich gibt es Ferner Wolle, ist ja klar. Dann haben die haben Opal, die haben Schoppel, die haben Lana Crossa, die haben Langjans, die haben Rosie Queen Wool und DMC heißt es, glaube ich, diese Firma. Das ist auch die, glaube ich, die Sticktwists und Sticksets, Kreuzstick und Kreuzstich und sowas macht. Also echt irre, ja. Und da fangen wir doch heute mal ganz verrückt an und ich zeige euch meine Beute. Ich freue mich. die Lana Crossa meilenweit 100 Gramm Merino Christmas. Farbe 6776. Die ist blau. Also sie ist ja nicht weihnachtlich, meiner Meinung nach, mit blau. Und meine Freundin Anna, die auch unheimlich gut strickt, die sagt auch, die haben so schöne Farben von der Christmas Edition immer, aber es ist nicht weihnachtlich, aber es ist ja egal. Ich mag es ja auch gar nicht so klassisch grün, rot, weiß, aber die ist echt schön, die muss natürlich mit. Der Super Bar Easy, achtfädig, 150 Gramm, 285 Meter. Ja. Wie gesagt, achtfach Sockenwoll und Farbe 4. Und die ist auch so schön. Das Licht ist, wie gesagt, jetzt künstlich, aber man erkennt es schon ganz gut.
gefällt mir sehr. Der Schoppel Zauberball Wolke 8, Farbe 2254. Schön, oder? Ich war schon fertig an der Kasse und da musste er natürlich, er muss noch mit. Ich habe ihn gesehen und ich habe hier einiges an Zauberbällen. Und eigentlich mag ich dieses Gezwirnte nicht so. Also mir gefällt es im Knäuel besser als gestrickt. Aber er musste mit. Dann ferner Kaschmir-Sockenwolle. Farbe 817-22. Das ist so semi-solid grau. Das hole ich als als Hauptfarbe, Hintergrundfarbe. Ich habe von Christine Joël den Kaul Klemer zu Hause. Ich muss überlegen, der ist mit so einem schönen Blumenmuster. Und dann hole ich das als Hintergrundfarbe und ein ganz buntes Sockengarn. Ich überlege, von Emilou habe ich auf dem Auersmacher Wollfest gekauft. Das wird dann so mit so rot, orange, gelb, Blumen. Ja, zeige ich euch demnächst mal und ja, das wird cool. Und weil der Kaul von Christine, wie all ihre Designs, so schön ist, habe ich das. Also, meine Tochter ist 4 und alles, was regenbogenmäßig aussieht, ist mega cool. Also bin ich an der Cool Wool Print von Lana Crosser, Farbe 703, nicht vorbeigekommen. Merino Wolle. 50 Gramm, 160 Meter. Und das wird auch ein kleinerer Kaul. Und das rosa Cool Wool Lana Crosser Farbe 452 wird dann die Hauptfarbe. Also das als Hintergrund und das dann als Blumen. Das wird cool. Das wird cool, da freue ich mich. Und dann habe ich Lana Crosser Eco Pono Hand Dyed Karma. Farbe 506. Ah, der hat mich auch angelacht. Es gab leider nur noch einen, dafür gab es 30% Rabatt. Das hat die Dame an der Kasse dann aber verpennt. Egal, ich habe nichts gesagt. So ein kleiner Laden. Ja, die 3 Euro, also der kostet 10 Euro. Ja, ist schön. Und ein Maßband gab es noch. Das habe ich jetzt. Doch, ich habe es dabei. Ja. Weil, ja, ich stricke hier noch was und dann habe ich mein Maßband zu Hause gelassen und dann musste ich aber messen. Also gab es noch ein, ja, stinknormales Maßband, geht aber bis 1,50 sogar in Zentimeter und Inch. Also 3 Euro. Ja, und wie gesagt, alles selbst gekauft. Ich mache gerne Werbung. Aus Überzeugung, ich freue mich, Wolle kaufen ist immer cool. Ja, so dann, ja, ich habe einiges eingepackt. Ein paar Socken von Steven West, die Dustland Socks, eine fertig, eine nur aus Bündchen gestrickt. Ich habe Socken eingepackt, Stinos, handgefärbt von mir, den Style Me Up Cardigan von The Knitting Me und hier noch ein Cardigan aus einer Zeitschrift, zeige ich euch gleich. Und dann hatte ich noch Angst, dass ich zu wenig, das Handy hat sich jetzt, so, hatte ich noch Angst, dass ich zu wenig, dass ich alles verstricke und nichts mehr zu stricken habe. Stellt euch das mal vor. Das wäre ja der Horror. Also habe ich noch einen Knäuel Sockenwolle mitgeholt und wusste ja, ich komme ins Wollgeschäft und dachte ich, okay, das müsste ich überleben, das müsste gehen. Also ich hatte kaum Zeit zum Stricken. Die Hinfahrt, 500 Kilometer, die war echt, ja, sagen wir es mal so. Auf den ersten 10 Kilometern waren schon 3 Unfälle. Ich saß da panisch, wir haben einen Bus gemietet, so 9-Sitzer, panisch, neben meinem Mann, so. So habe ich da gesitzt, die ganze Zeit. Also ich habe echt unfassbarerweise nur 20 Reihen an meiner Socke gestrickt in 8 Stunden im Auto. Der Rest da saß ich so da. Panisch, echt panisch. Ich meine, ich hätte ja nichts machen können, aber ja, weil es hat halt ununterbrochen geschneit. Von zu Hause, wir sind dann gefahren über
Richtung Stuttgart und dann runter, wie gesagt, wir sind hier in Montafon. Jo. Und dann war es auch irgendwann dunkel und ja, die Heimfahrt geht jetzt morgen früh, direkt nach dem Frühstück. Ja, es ist jetzt kein so abartiger Schnee mehr und ich glaube, zu Hause liegt sogar noch mehr Schnee als hier in Österreich. Im Moment im Saarland ganz massiv. Aber ja, mal gucken. Mein Mann, der fährt sehr gut. Der macht das beruflich oft. Also, ja, ist egal, was er arbeitet. Der fährt auf jeden Fall sehr gut und sehr sicher. Das muss er auch in seinem Job. Und ja, genau, das dazu. Ich zeige euch gleich, was ich gestrickt habe. Was wollte ich noch erzählen? Ja, also ich hoffe, ein bisschen weiterzukommen. Ich habe jetzt auch ein Teststrickangebot wieder angenommen vorgestern von einer ganz tollen Designerin. Und das Design, das gab es schon als Shirt, als Sweater und noch was. Und jetzt gibt es noch ein Kleid, ich sag mal ein Kleidungsstück. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Und da mache ich nochmal mit. Gestrickt wird aus der, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie sie heißt. Ist es die Lana Grossa Natural Alpaca Pelo? Die war auch in der Schal des Lebens Box. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, so heißen die ist halt unfassbar zart. Und daraus wird es gestrickt. Ja. Und die ist bestellt, die Wolle, die müsste morgen ankommen. Genau. Ich wollte eigentlich nochmal zurück in den Laden von dem Montafoner Wollstübchen, aber ja, das hätte sich nicht gelohnt, da nochmal. Das wäre nochmal 13 Kilometer. Dann dachte ich, komm, bestell es gerade ganz bequem von der Couch aus. Und ja, so. Dann habe ich, ich habe eine Mütze, ich ziehe die mal an. Ich sehe ja mit Mützen immer aus wie, naja, Dofi. Also, erkennt man ein bisschen. Ja, so hatte ich die an. Am ersten Tag und habe ich da gestanden, den ganzen Tag. Ich habe mich gekratzt, ununterbrochen. Das ist Drachenwolle, hieß die früher. Ich glaube, die heißt jetzt Frau Wolldrachen. Oh, vielleicht gibt es sie auch gar nicht mehr. Ich höre von der gar nichts mehr. Ich weiß es nicht. Die habe ich vor Jahren, als sie noch ja, Drachenwolle so hieß, habe ich die gestrickt. Also ein ganz normales Lace-Muster. Ja. Ich glaube, es ist auch keine Merino, es ist nur Schurwolle, aber ich habe die als Socken schon jahrelang, also und immer wieder an und gar keine Probleme. Ich bin bei verrückt geworden. Ich habe sie dann angehabt und ich habe nur gekratzt hier und den ganzen Kopf gekratzt, gekratzt. Dann habe ich gedacht, komm, hast noch einen Ersatz. Da habe ich, das ist ein Angora-Kaninchen. Also die ist aus 100% Angora-Kaninchen, die Mütze. Die habe ich schon sehr lange, bevor ich mir da so mehr Gedanken drüber gemacht habe, muss ich sagen, wie das vonstatten geht mit dem Angora-Fell. Aber ich habe sie jetzt und ich muss sie ja nicht wegwerfen und dachte, sie ist echt warm, ich hole sie mal mit. Und da war genau das Gleiche. Und ja, ich bin dann jetzt ab dem dritten Tag nur noch ohne Mütze raus. Also ich weiß ja auch nicht, ich habe ja selten Mützen an. Ich habe ja auch nie kalt. Wer mich kennt, weiß, ich laufe immer ohne Jacke rum im Winter. Und Schal ist eigentlich, ja, ich stricke ihn gern, dann liegt er da. Ich habe echt nie kalt. Ich habe keine Handschuhe an, keine Mütze, kein gar nichts. Ich gehe meistens gerade nur so T-Shirt und Weste, gehe ich raus im Winter. Das reicht mir. Außer ich gehe jetzt wirklich ein paar Stunden raus, dann ziehe ich meine Jacke an. Ansonsten echt nicht. Ja, und ja, was will ich sagen? Habt ihr das schon mal gehabt? Ich bin bald verrückt geworden vor. Es hat so gejuckt. Und dann habe ich, also nicht einen richtigen Ausschlag, aber hier runter, dass die Haut, die ist ganz komisch geworden. So ganz, ganz, ganz trocken. Und jetzt hat sich sogar geschält. Richtig brutal. Und ich habe jetzt gut gecremt und geölt und so. Und es geht jetzt. Und aber das von der Mütze, also echt, ich weiß gar nicht. Habe ich noch nie gehabt. An den Ohren war nichts. Nur hier. Und ich bin jetzt eigentlich auch nicht empfindlich. Ich habe jetzt gar keine
Allergien oder Hautprobleme oder irgendwas jemals gehabt, aber das fand ich schon komisch. So, ich zeige euch jetzt, was ich gestrickt habe. Aber was ich noch erzählen wollte, die Dame im Wollgeschäft, da haben die Wolle von Magdalena Neuner. Also wer die noch kennt, der strickt echt schon lange, glaube ich. Ich glaube, die gibt es schon, habe ich gesagt, die gibt es auch schon ewig nicht mehr. Ja, die Leute stehen total drauf. Und da habe ich gedacht, das ist doch, ist das nicht das reine Polyacryl, Polyester? Ja, aber die Leute, die stehen drauf und so handgefärbt oder so, das geht hier gar nicht. Selbst das Rosy Queen Wool, das kauft kein Mensch, das ist denen zu teuer. Ich glaube, 100 Gramm, 18 Euro. Also habe ich gesagt, super Preis für die Qualität und alles und für was die Marke steht. Und ja, nee, also so klassische Sachen, Trachtenwolle und sowas, das geht hier gut. Es war echt viel Poly und ja, sehr viele. Lana Grosse hat ja auch einige Qualitäten mit Poly. Diese Gummitolo-Bälle mit 40%, das ist ja schon viel. Die stehen da als allererstes und also echt, echt irre. Ja, wie gesagt, Sockenwolle geht natürlich immer. Das ist ja was anderes. Aber ansonsten, dann wollte ich die Ikupono Chunky für den Tanja Steinbach Kaul, den aktuellen. Nein, sowas kauft hier keiner. Und ach Gott, sagt sie. Also, ich bin ja, wer mich kennt, ich bin ja ein Tanja Steinbach-Fan. Nein, Tanja Steinbach, die mag hier keiner. Da will keiner was stricken. Die guckt keiner, die Bücher. Das ist hier absolut out, sagt die, total out, interessiert keinen Menschen, sagt sie, geht mal über die Grenze, das komplette Gegenteil in Deutschland, sagt die Frau. Und aber hier können sie komplett vergessen, das will hier keiner. Denke ich mir, Wahnsinn, kann ich gar nicht so verstehen, schon verrückt, oder? Wie das so über die Grenzen sich, das ist echt irre. Ist ja Nachbarland und man redet ja auch Deutsch. Ich weiß gar nicht. Ist schon verrückt, oder? Aber also ich will jetzt die Tanja Steinbach schlecht reden. Im Gegenteil, ich mag die. Sie ist mir sehr sympathisch und die Designs. Und ich mag, ich habe auch alle Bücher und ich finde sie einfach cool. Meine Meinung. Ja, auf jeden Fall hatte ich gerade meine Socken dabei. Bin mit dem Bus rübergefahren. Das hat nichts gekostet. Und ja, die ist so mit dem Bronzefaden, da habe ich ja gezeigt, guck mal, die habe ich gefärbt und gestrickt. Und ach, die war so begeistert, die Dame. Und dass das so farblich abgesetzt ist, sagt, so findet sie schön. Und die Wolle, und sie ist schön, und sie ist zart. Und macht so, aber ich darf das hier ja nicht so sagen. Das geht hier nicht. Ja. Ja, also da bin ich nicht so weit gekommen, aber immerhin. Bald kommen die Verse. Also 15 Maschen hier, 40 Reihen hoch und das ist jetzt, was habe ich jetzt? 35 von 40 und dann kommen die Verse. Und angefangen habe ich, glaube mit 5 Maschen Bündchen, als wir losgefahren sind. Ja, das war das. So, dann ist so ein Projekt, das ist so ein gestrickt. Wenn ich mal was Gutes tun will, das macht mir unheimlich viel Spaß, aber man muss sich halt konzentrieren. So, wer meine Podcasts regelmäßig hört, kennt das schon. So, wo ist jetzt rechts und links? Ich bin mitten in der Reihe. So, das ist das Rückenteil. Das kette ich bald ab. Super, ich schalte es mal so. Super schön. Sind drei Lace-Muster in einem. Ich zeige es nur von weiter weg. Hier, hier und hier sind drei verschiedene Charts. Da muss man halt echt sich konzentrieren, muss ich sagen. Und das ist kein Problem für mich, aber das kannst du nicht mitholen jetzt mal für mal schnell, wenn man mal nur 2 Minuten Zeit hat oder so. Ja. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Und das habe ich damals gesehen. Also, es ist Sabrina Journal von 422. Ja, das war, glaube ich, im April. Ich glaube, das kommt monatlich. Und ja, ich muss direkt. Ich habe die Wolle selbst gefärbt. Ich weiß gar nicht, ob es reicht. Ich dachte, ich hätte 400 Gramm. Irgendwie finde ich nur drei von den Bällen. Gucken wir mal. Wenn nicht, gibt es nur halbe Ärmel. Originalgarn ist hier die
Lanacrosa Organico, das ist die Baumwolle, 50 Gramm, 90 Meter. Und ich habe, das müsste eigentlich meine Merino-Wolle 400 Meter auf 100 Gramm sein. Was ist Vorblei? Ich weiß nicht genau. Aber die Maschenprobe bestimmt, das ist das Wichtigste. Hier habe ich die Quittung gekauft. Am 4.3.22, da habe ich das Ding schon angeschlagen und das schleppe ich immer mal wieder mit. Ja, sonst habe ich an nichts gestrickt. Ich gucke mich mal um. Ja, das war's. Heute war man noch in der Milka-Fabrik. Das heißt ja jetzt Monteres oder so. Ist ja jetzt, ich glaube, eine amerikanische Firma hat Milka gekauft. Das heißt nur noch auf der Schokoladenpackung Milka, glaube ich. Und deswegen, da schreiben sie im Internet, ist jetzt auch Twix und Diamond Oreo und das ganze Zeug halt in der Schokolade, das war ja früher nicht. Ja, da haben wir halt mal zugeschlagen. Also eigentlich das Gleiche wie in Deutschland, als was man am Rewe und überall bekommt, aber halt noch ein bisschen Merchandise und ja, man hat noch eine Milka-Tasche gekauft und kleine Becher für die Kids und ja. Ist immer eine schöne Erinnerung. Ein bisschen für die zu Hause gebliebenen haben wir was mitgebracht. Das muss ja sein. Und für uns. Ja, war ganz cool. Da ist so ein mini, mini, mini Museum noch. Ich zeige euch da auch noch ein Video davon. Ist ganz schön gemacht. Und ja, schön. Das ist in Bludenz, wen es interessiert. Das ist 20 Kilometer weg von hier. Sind wir in St. Gallen-Kirch. Ja, da kommt St. Gallen, Kirch, Roons und dann kommt Bludenz, so ungefähr. Und dann fährt man weiter, kommt man nach Hause. Also da fahren wir wieder durch, wenn wir heimfahren. Und ja, Innsbruck ist hier 100 Kilometer weg. Ach, ich wäre echt gern hingefahren. Die liebe Bettina Wenko von The Knitting Media zeigt als Bilder von Innsbruck. Und denke ich mir, oh mein Gott, das ist so schön. Aber jetzt noch mal so weit zu fahren, das hätte sich nicht gelohnt. Also wir fahren ja, denke ich mal. Jetzt, wo die Tochter auch Ski fährt, jedes Jahr her und ja, fahren wir irgendwann mal hin. Aber immerhin, ich habe es geschafft, habe zu meinem Mann gesagt: Na, geh mal essen. Nur mal du und ich alleine abends ohne Kinder, weil das haben wir jetzt, seit die Kinder da sind. Im Mai wird die Tochter 5, haben wir das erst einmal gemacht, abends essen zu gehen. Ja, die schlafen halt nur ein, wenn Mama und oder Papa da sind. Und ja, die schlafen auch nicht bei Oma und Opa. Die Tochter, die hat das eine Zeit lang gemacht und von heute auf morgen will sie es nicht mehr. Dann kann man auch nicht mal sagen, so, heute schlafen die Kinder bei Oma und Opa, wir gehen mal essen. Nein, die, ja, und die Tochter will es nicht. Und der Kleine, der ist jetzt erst 3. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht. Ob es überhaupt, der hat eine unheimlich starke Bindung zu meinem Mann und mir, ob der das überhaupt so tolerieren wird, ob der dann Spaß hätte. Es soll ja darum gehen, dass man Spaß hat, dass das Kind Spaß hat und Oma und Opa. Und ja, mir ist das auch nicht so wichtig, ob ich jetzt abends allein weggehe, essen oder irgendwas. Ich gehe mittags essen, wenn ich essen gehen will und abends weg eintrinke, mache ich sowieso nicht mehr. Das vertrage ich. Nicht mehr, bin ich zu alt dafür. Das muss nicht sein. Na, da habe ich nichts dran. Ich trinke gerne mal ein Glas Wein abends, ab und zu. Das war's. Ja, muss ja nicht. Man steckt ja auch einen Kater nicht mehr so gut weg wie früher. Gell? Denke, da bin ich nicht alleine. Und ja. Ja, ich versuche noch ein paar Bilder von der Wohnung zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es noch gut hinbekommen, weil es dunkel ist und morgen früh wird Stress sein, wenn wir wegfahren, aber die Möbel sind schön. Ich werde versuchen, ein paar Erinnerungen festzuhalten und ja, ich meine, guckt euch das mal an, das ist doch irre. Das ist natürlich eine Häkelportüre. Das ist so witzig, das ist so schön gemacht und teilweise von 1800 so viel hier, der Schrank 1939 steht da drauf. Also es ist wirklich, ich bin total begeistert. Ich würde mir das alles in die Wohnung stellen, ganz ehrlich. Also wir sind ganz, ja, bei uns ist eigentlich alles, die Wände sind weiß, der Boden ist Holz, also holzfarbenes Vinyl und die Möbel sind Eiche.
Nichts Schnörkeliges, also so ganz, ja, wie soll ich sagen? Ja, nichts, ja, etwas Einfaches halt, richtig schön, aber Vollholz, richtig was Gutes, wo man lang dran hat und das halt klassisch ist und passt und ja, das ist was ganz anderes, aber es ist wirklich, aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, hab ich schon gesagt, die Wohnung ist echt schön und alles und groß und extrem sauber. So sauber, das habe ich wirklich, glaube ich, noch nie erlebt. Also wirklich unter Bett, unter der Couch, da ist kein Staubkorn, nichts. Aber wir wohnen hier Wand an Wand zu einer Disco, was uns verheimlicht wurde. Und ich kann euch sagen, da ging es am Samstag ab. Ich hatte Blutdruck über 200, wenn ich ihn gemessen hätte, 100 pro. Also ich habe ja eh hohen Blutdruck. Aber ja, ich bin mal verrückt geworden. Wir wollen direkt abreisen. Alle Männer haben gesagt, egal, wenn was das gekostet hat, jetzt wir reisen morgen ab. Das gibt gar nicht. Also wirklich, wie in der Disco, eine Wand weiter. Unvorstellbar. Da habe ich direkt einen Vermieter angerufen, was das soll. Sie haben uns gesagt, ruhige Wohnung, wir kommen mit zwei Kleinkindern her. Ah nee, stimmt nicht. Ah jo. Und dann habe ich eine Bekannte angerufen, die macht schon über 30 Jahre, denke ich, Reiseverkehrskauffrau. Und habe ich gesagt, wie sieht's denn da aus? So und so sieht es aus. Und die, ja, Pech gehabt, habe da keine Chance, kann halt nichts machen. Der kann das ganze Geld zurückverlangen, einbehalten und ja, also ja, dann haben wir gedacht, komm, wir haben Sonntag ist ja Ruhetag, also Samstag sind wir angekommen, Sonntag ist Ruhetag, dann war auch ruhig und ja, Montag ging es dann wieder weiter, nicht ganz so laut, muss ich sagen, aber Samstag, also wenn das jeden Tag so gewesen wäre, mein Mann hat auch gesagt, wir fahren morgen wieder heim. Wenn das so bleibt, fahren wir morgen heim, ist mir total egal. Oder mal gehen ins Hotel, aber ja. Aber jetzt habe ich Schluck auf. ja, es ist auszuhalten und jetzt fahren wir morgen heim, einen Tag früher als geplant, aber geht nicht anders. Mein Mann muss arbeiten gehen am Samstag und ja, ist halt so. Geht nicht anders, müssen wir früher als geplant nach Hause und ja, sonst war es das. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich bin mal gespannt, was er auch sagt. Ich habe auch einiges gefilmt, so aus der Gondel und endlich mal meinen Schulflower Cardigan Nummer 2 fotografiert, in über 2000 Meter Höhe da. Ja, den lade ich noch hoch bei Instagram hier, bei YouTube kennt er ihn schon. Ja, ich denke, ich muss noch mal 3 stricken. Der ist so schön, lässt sich so gut stricken. Er ist wirklich toll. Und ja, dann, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Dann zeige ich euch jetzt mal noch ein paar Eindrücke vom Urlaub. Ich war im Wollgeschäft natürlich. Da war es wirklich cool. Die hatten so viel Auswahl. Da gibt es auch weit und breit nicht viel. Ich glaube, das habe ich euch schon erzählt. Also unwahrscheinlich viele Marken gab es da. Ihr seht's. Auch Kurzwaren, wirklich die Garn. Und ja, an diese Gummitolo-Bälle, die mögen die unheimlich gerne hier. Die Schoppel, die Kleinen, die kennt ihr ja bestimmt auch. Ja, das ist alles Lana Crossa. Ein schönes Geschäft, wirklich ganz viel gestricktes. Da waren Regale voll mit Sachen, die gestrickt waren. Knöpfe ohne Ende, Bänder, was das Herz begehrt und noch mehr und noch mehr. Und eine Kinderecke gab es ja auch mit Toni-Box. Super für jede Mama. Wollwickler natürlich, klar. Hier die Lamana, die gab es auch, die habe ich gar nicht erwähnt. Die Malmö-Zeta, die stricke ich im Moment auch. Ja, also wirklich super cool. Hier die Opalwolle, Österreich Edition muss natürlich auch dabei sein, klar. Ja, Schoppel-Zauberbälle, Sockenlinien, also hier gibt es wirklich alles. Die haben auch einen Online-Shop, könnt ihr gerne mal gucken, wer vielleicht in Österreich wohnt.
Der wird da auf jeden Fall fündig. Dann waren wir bei Milka. Da ist ja so eine also Außenstelle. Kleines, ja, es ist ein Mini-Museum. Ihr seht, hier ist eine lila Gondel. Und ja, da kann man halt alles kaufen. Aber jetzt auch nichts, was es nicht bei uns im Rewe oder so geben würde. Ja, das war ganz cool. Aber da war mal, wenn man sich viel Zeit gelassen hat, in 4 Minuten durch. Hier geht's dann rein. Ja, ganz viel Merchandise. Ich habe mal eine schöne Tasche gekauft. Ja, Kinder haben sich Becher gekauft. Und ja, hier sind die lila Ski, lila Helm mit Glitzer. Genau, Tina Marze, ich kenne die gar nicht. Ja, hier die, ja, das sieht man mich filmen. Alles hinter Glas und hier die Werbung und hier, wie die Schokolade aussah, von Anfang an auch cool. Und das ist dann das Geschäft. Ist nicht groß. Ja, aber schön. Und alles ist lila. Ja, hat echt Spaß gemacht. Man hat einiges mitgeholt. Und ja, das sind die Möbel. Das ist der Kleiderschrank. Von vorne und hier von der Seite. Eine Kommode. Das ist der Wohnzimmerschrank. Also ich war echt total begeistert, muss ich sagen. Richtig cool. Lampe. Alles hat eine Häkelbordüre. Hier ist die Couch im Schlafzimmer mit den Kissen. Natürlich gehäkelt. Richtig schön. Das ist das Bett. Das ist schon wirklich eine Kunst. Also ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Käsespätzle habe ich natürlich gegessen. Die liebe ich sowieso. Ja, hier sind wir auf dem Berg. In der Gondel. Ja, da gab es, an dem Tag gab es Nebel. Das war richtig schön anzusehen, wie man da durchgefahren ist. Ja, war wirklich traumhaftes Wetter, richtig schön. Die Sonne hat gestrahlt. Es war wirklich, also wirklich schön. Hier in dem Haus haben wir gewohnt. Man sieht, wir wohnen direkt am Lift. Auch so schön. Ja, das war's.